Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lukas Lammler. Ich bin Abgeordneter im Landtag NRW für die Piratenfraktion. Ich bin 29 Jahre alt und ich bin Hobby-Imker. Und als Hobby-Imker im Parlament ist man natürlich, betrachtet man die Geschehnisse dort mit einem anderen Auge. Und so ist es mir auch gelungen, einen Antrag ins Parlament einzubringen, der die Probleme anspricht, die unsere Honigbienen bzw. auch vor allem unsere Wildbienen haben. Denn die Wildbienen sind von Aussterben bedroht und sie sind aber ganz wichtig für die Bestäubung unserer Pflanzen auf den Feldern und unsere Fruchtbäume. Und die Bienen sind eine ganz wichtige Tierart, nämlich nach Schwein und nach Rind die drittwichtigste Tierart für unsere Gesellschaft. Und die Idee hinter diesem Antrag ist es, wie man eben die Lebensbedingungen von Bienen in unserer Landschaft verbessern könnte, sodass die Bienen nicht weiter zurückgehen und die Bienenpopulation nicht weiter zurückgehen, sich erholen oder sogar noch mehr werden. Und dazu habe ich einen Antrag aus dem saarländischen Parlament von den Grünen und von den Piraten übernommen, den ausgebaut, überarbeitet, in Zusammenarbeit mit Imkern aus Nordrhein-Westfalen halt den Antrag auch noch weiterentwickelt und ihn anschließend im Parlament eingereicht. Die Bestandteile des Antrags gehen halt, oder die Forderungen des Antrags gehen eher in die Richtung, dass Konzepte entwickelt werden sollen und umgesetzt werden sollen, dass mehr Blühflächen, mehr naturbelassene Flächen in unserer Landschaft geschaffen werden, ganz gezielt von den Städten und von Kommunen, auch vom Land, um eben diesen Wildbienen Rückzugsfläche zu geben und auch das ganze Jahr über hinweg ein gleichbleibendes Nahrungsangebot zu geben, damit sie sich eben vermehren können und dort leben können. Und dieser Antrag wurde zu unserer Überraschung auch von der Fraktion der SPD und auch der Grünen als gut befunden oder für gut befunden und auch positiv abgestimmt. Und mit diesem Antrag ist auch der erste Antrag der Piratenfraktion im Landtag NRW angenommen worden. Und das macht mich dann persönlich als Imker sehr froh und ich hoffe, das wird so weitergehen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.